Allgemeine, wie nach sehen, ist es ein bisschen frostig hier und wir sind halt am Rande des Biosphärenreservats Bliesgau unterwegs. Den dran, den hat den alte Fratzemacher, der ist halt ziemlich gut drauf, weil morgen ist Silvester, das heißt, morgen gibt's was Feines. Alle! Allgemeine, und warum bin ich gut drauf? Das sind ja neue in der Autex, weil ihr wisst gar nicht, wie oft wir dabei hin und her gelaufen sind. So, und jetzt viel Spaß beim Gucken. Wir sind mal durch ein wild verwunschener Wald kommen und jetzt haben wir noch mal was ganz anderes, nämlich so richtig schöner Wald, wo so richtig die Natur einfach mal gegengelost wird. Ich schätze mal, das ist auch ein Naturschutzgebiet, so wie sich das verhält. Das war eine richtig schöne Tour. Wir haben nicht nur die Jägersburger Weiher, die natürlich der bekannteste von denen alle gar ist, sondern auch die Spiegelweiher, der Müllwirk und der Brückmeier gesehen. Letzten Endes ist es eine schöne, ruhige, gemütliche Tour, die nach jeder Zeit auch Samstag, Sonntag und unter der Woche gehen können. Einziges kleines Mango, das für uns relativ relevant ist, das ist, dass leider die Autobahngeräusche im hinteren Teil, also im mittleren Teil, relativ stark ausgeprägt sind. Das tut ein bisschen den Genuss schmälern, aber es gibt so viele schöne Sachen zu sehen und man hat ansonsten wirklich auch viele schöne Wehe, die halt auch ein bisschen breiter sind, die aber auch mal schmal wäre. Also wirklich ein schöner Weiher und am Schluss kann man, glaube ich, sogar am Jägersburger Weiher in einem, ich glaube, Blockhaus oder sogar noch in dem Restaurant dort am Weiher hinkehren. Das ist natürlich auch eine schöne Option. Ansonsten, die hinter dem Monsieur Fratzemacher, den haben wir ja eben gesehen. Ne? Ich wünsche euch noch eine schöne da und man sieht sich. Alle! Ja, Sarah hat alles gesagt. Mir hat die Tour soweit auch gut gefallen, bis eben auf die Geräusche. Was ich jetzt aber noch so sagen kann, ist nur noch vielen lieben Dank an den Initiator Topper. Der hat nämlich die festlichen 50 hervorgerufen. Das heißt, wir laufen schon seit Heiligabend hier in der Gegend rum.
um dass man innerhalb von Civita 50 Kilometer geht. Die haben wir bei der heutigen Tour gemacht. Die restlichen Tage habe ich nicht gefilmt, weil wir zwischen der Tage eher ohne Filme unterwegs sind. Und es hat Spaß gemacht. Wir waren sogar auch im Rennen unterwegs. Wäre man ansonsten gar nicht gewesen. Nochmals danke dafür. Ne? Und jetzt liebe Grüße an alle. Euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns am nächsten Samstag. Ciao! Eige Moje, wir sind heute wieder im Biosphärenreservat Bliska unterwegs und ich mir hoffe, dass es richtig in die Tour gibt und ich habe mich gerade verschwätzt. Eige Moje, wir sind wieder am Rande des Biosphärenreservats. Eige Moje, wir sind heute wieder am Rande vom Biosphärenreservat im Bliska unterwegs. Und wir hoffen, dass es so richtig schöner, ruhiger da für uns wird, weil in zweiter ist Silvester. Nee, Moje ist sogar Silvester. Und an der Stelle habe ich mich schon wieder verschwätzen, das finde ich so richtig doof.